immer mehr Tiffen. Irgendwie werden polizeilich registriert wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das steigert einfach nur die Statistik, nützt aber nichts, denn die Drogenbeauftragte selber stellt ja immer fest, die Jugendlichen kiffen immer mehr, es wird immer mehr Cannabis konsumiert. Daran sieht man aus regierungsamtlichen Angaben, das Gesetz ist gescheitert. Und dazu sagt uns jetzt mehr Jan Fehrmann von der Arbeitsgemeinschaft für Drogenpolitik vom Bündnis 90 Die Grünen hier in Berlin. Moin Amtsparade. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin Sprecher von der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik. Ich bin aber auch noch Jurist und Kriminologe und werde mir jetzt auch aus dieser Perspektive was zu dem Thema sagen. Ich möchte heute nicht nur mit euch über Cannabis sprechen, sondern über die gesamte Drogenpolitik an sich. Diese Drogenpolitik ist ungerecht, unlogisch und richtet deutlich mehr Schaden an, als sie nützt. Diese Drogenpolitik, wie wir sie aktuell erleben, war für mich der Grund, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich mich wirklich ernsthaft politisch engagieren, jetzt muss ich selber was dafür tun und selber dafür kämpfen, dass sich etwas verändert. Und das tun wir in der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik. Und wenn es euch selber auch noch so geht und ihr habt Lust mitzumachen, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns immer über neue Leute. Da setzen wir uns vor allem in Berlin-Ebene für das Cannabis-Modellprojekt, für Drug-Checking und für eine Verbesserung der Drogen- und Suchthilfe ein. Und vor allem auf Bundesebene für eine Neuausrichtung der Drogenpolitik. Insbesondere für eine Legalisierung von Cannabis. Aber ich wollte mit euch ja über die Drogenpolitik an sich sprechen. Warum ist diese Drogenpolitik so unlogisch? Warum ist sie so ungerecht? Das liegt daran, dass die Grundausrichtung schon mal falsch ist. Die Drogenpolitik soll erreichen, dass Menschen keinerlei Drogen konsumieren. Und das soll mit den Mitteln des Strafrechts durchgesetzt werden. Strafrecht ist aber grundsätzlich falsch. Wir haben jetzt ja viele liberale Entwicklungen gehabt und da kann man das ganz eindeutig sehen, dass das Konsumverhalten sich überhaupt nicht ändert, wenn Substanzen verboten sind. Schauen wir doch nach Portugal, schauen wir nach Spanien, schauen wir in die Niederlande, schauen wir in die Schweiz, schauen wir nach Uruguay. Da gibt es einen liberaleren Umgang mit Drogen. Da gibt es einen weitgehend legalen Zugang zu Cannabis. Da wird aber nicht mehr Cannabis konsumiert. Und wenn nicht mehr Cannabis konsumiert wird, dann dürfen da auch nicht die Mittel des Strafrechts eingesetzt werden. Das ist völlig falsch. Strafrecht richtet enorme negative Folgen an. Das möchte ich euch an drei Beispielen verdeutlichen. Erstens, schauen wir uns die suchtkranken Menschen an. Ja, die suchtkranken Menschen, die brauchen doch Hilfe und keine Strafverfolgung. Im Gefängnis, da kann doch gar nicht umfassend therapiert werden. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene. Digga, ich kann auch gleich mit dir danach reden, aber jetzt halte ich gerade eine Rede und rede nicht nur mit dir. Zweitens, es gibt auch noch eine Konsequenz der Drogenpolitik, die mich ganz besonders aufregt. Es gibt viele Menschen, die konsumieren völlig unproblematisch. Ja, diesen Menschen, den muss man doch nicht mit der Strafverfolgung das Leben schwer machen. Schauen wir uns die Folgen vom Strafrecht an. Einerseits ist Strafverfolgung extrem belastend. Menschen können ihren Führerschein, ihren Job, ihre Wohnung verlieren. Das kann auch letztendlich dazu führen, dass letztendlich auch ganze Familien zerstört werden, dass es enorm negative Folgen auslöst. Ja, aber wenn diese Menschen den Konsum kontrollieren können und niemand anders schaden, warum setzt man sie diesen negativen Folgen aus? Und merkt ihr was? Diese ganzen belastenden Folgen können Menschen doch geradezu in einen problematischen Konsum drängen. So verfehlt ist diese Drogenpolitik. Dritter Fall. Und das ist wirklich auch wieder dramatisch, was diese Konsequenz ist. Es geht darum, dass durch die strafrechtliche Verfolgung
Suchthilfe und wirksame Präventionsarbeit sogar verhindert wird. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Drug-Checking. Beim Drug-Checking soll eine chemische Analyse der Substanzen stattfinden. Kann mir irgendjemand erklären, warum sich die Bundesregierung auf den Standpunkt stellt, dass Drug-Checking verboten sein soll? Kann mir irgendjemand erklären, was so schlimm daran ist, wenn Menschen auf Verunreinigung hingewiesen werden oder dass sie was völlig anderes gekauft haben? Ist irgendetwas so schlimm daran, dass diese Menschen nicht enormen Gesundheitsrisiken ausgesetzt werden oder sogar sterben, wie der traurige Fall im Berghain? Und vor allem, was ich überhaupt nicht begreife, dass Menschen, die anderen Menschen mit dieser chemischen Analyse helfen wollen, warum werden diese Menschen noch der Strafverfolgung ausgesetzt? Warum sollen diese Menschen in den Knast? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich glaube nicht. Aber da wird uns ja von Seiten der großen Parteien immer vorgehalten, die sagen, ihr könnt es ja gar nicht besser, wie soll eure Drogenpolitik dann aussehen? Und das ist ganz einfach. Eine vernünftige Drogenpolitik ist gar nicht so schwierig. Wir müssen uns einfach mal die Risiken von den Substanzen anschauen und danach differenzieren. Da kann es nicht nur ein Hop- oder Top-Strafverfolgung geben, da gibt es noch ganz viele Wege dazwischen. Nämlich wenn Substanzen nicht so gefährlich sind, dass sie mit dem Strafrecht reguliert werden müssen, dann kann man die auch in Fachgeschäften verkaufen, man kann besondere Warnhinweise draufdrucken, man kann Präventionsarbeit einbinden, da gibt es noch eine ganze Menge mehr und nicht nur Strafrecht, ja oder nein. Und schauen wir uns mal viele Substanzen im BTMG an. Nehmen wir nur als Beispiel Cannabis. Bei Cannabis, da klar können da negative Folgen entstehen, klar kann man süchtig werden, klar kann problematischer Konsum entstehen. Aber die Untersuchungen zeigen doch, dass die meisten Menschen völlig unproblematisch Cannabis konsumieren. Ja, da darf das Strafrecht dann auch gar nicht eingesetzt werden. Und natürlich muss das Ganze mit einer wirksamen Prävention begleitet werden, insbesondere an Schulen. Auch eine akzeptierende Prävention, und da zeigen einfach jahrelange Erfahrungen in der Drogen- und Suchthilfe, in der ganzen Arbeit, die da viele Menschen tun, dass schädlichem Konsum kommt, dadurch entgegengewirkt werden kann. Aber da merkt man auch wieder daran, wie ungerecht diese Drogenpolitik ist. Das wird noch nicht mal konsequent bei allen Substanzen durchgezogen. Nehmen wir nur mal zum Beispiel Alkohol. Schauen wir mal auf das Münchner Oktoberfest. Da sitzen die CSU-Granden, besaufen sich mit Weißbier und dann kommt dabei so eine Drogenpolitik bei raus. Wie sich diese Menschen auf den Standpunkt stellen können, dass Alkohol völlig unproblematisch ist und auf dem Oktoberfest vor ihrer Nase Maßkrugschlägereien, Vergewaltigung und Horden von besoffenen, teilweise völlig hilflosen, teilweise aggressiven Menschen unterwegs sind. Das soll kein Problem sein. Ja, aber der Cannabiskonsument, der möglicherweise überhaupt gar keinen problematischen Konsum hat, das ist ein Problem, der soll in den Knast, die spinnen doch. So, ich merke, ich habe mich tüchtig aufgeregt. Jetzt möchte ich euch zum Ende aber noch was Positives mitgeben. Danke, dass ihr alle da seid. Ihr habt schon in mehreren Reden vorher gehört, wir sind auf einem guten Weg. Die Drogen, die Verbotspolitik, die strafrechtliche Verfolgung, sie bröckelt. Gerade zuletzt hat Kanada legalisiert. Immer mehr Länder erkennen, dass es notwendig ist, andere Ansätze zu gehen. Und für diese Ansätze gehen wir auf die Straße. Wir gehen heute gemeinsam auf die Straße für eine Neuausrichtung der Drogenpolitik, für eine effektive Drogenpolitik. Wir gehen auf die Straße für eine Drogenpolitik, die endlich mal den Menschen im Mittelpunkt stellt und die endlich mal sich darauf ausgerichtet ist, Schäden zu vermeiden. Wir gehen hier für eine grüne Drogenpolitik auf die Straße. Ich bin Jan Fehrmann und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke Jan. Für diese klaren Worte, es zeigt sich ganz klar, das Strafrecht ist etwas für die Sozialethik, wie man miteinander umgeht, während Drogengebrauch ist etwas der Individualethik, das betrifft jeden nur selbst.